Warum hat Ihrer Meinung nach der Herr Soll heute diesen Preis verdient? Was ist ein besonderes Verdienst? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, dass er in seiner Arbeit, in seiner wissenschaftlichen Arbeit dazu beiträgt, dass unser Weltnaturerbe, nenne ich es, das genetische Naturerbe erhalten bleibt und als Basis für Wissenschaft und Weiterentwicklung dient. Und zum Zweiten ganz persönlich, dass er aus Aleppo heraus, der Stadt, die seit 4 Jahren unter den Geschossen, den Waffen, den Raketen der Bürgerkriegsparteien in Syrien leidet, diese genetische Schatzkästchen herausgeholt hat, unter schwierigen Bedingungen und sie in einen sicheren Ort mitverbracht hat. Wir sind darauf angewiesen, denn wenn diese Pflanzen verloren gegangen wären, wären sie unwiederbringlich. Sie können nicht neu geschaffen werden. Wir müssen auf dem aufbauen, was die Natur uns gegeben hat.